Intel HD Graphics. Codemasters Racing. Grid Autosport. Ja, schönen guten Tag zu einem neuen... Na, Let's Play ist es nicht, es wird mehr ein Let's Test. Das Spiel kam gerade frisch raus und ich habe mir gedacht, ich zock's einfach mal an, zeige euch mal, wie das aussieht. Wenn es euch gefällt, können wir mehr von machen. Ich weiß auch noch nicht, wie viele Folgen das sein werden. Oder ich fange jetzt einfach mal an zu zocken, euch das Spiel ein bisschen zu zeigen. Und ja, ich hatte es schon mal angetestet hier, wie ihr seht. Keine Rennen gefahren, nur dieses erste Starterrennen. Ich fange jetzt einfach mal an, lade mal das Profil. Ich muss von vornherein sagen, ich bin jetzt nicht so der Autorennen-Geek. Macht mir aber sonst Spaß. Als erstes höre ich, dass die Mucke ganz schön laut ist. Das werden wir mal gerade ändern. Dass wir hier mal ein bisschen das alles rausnehmen. Große Lautsprecher, bla. Menümusik. Ich schraube mal so auf 40. Lautstärke, Wiederholungen, Effekte. Schätze ich alles, machen wir mal so ein bisschen runter, damit man hier auch noch sprechen hört. Streckenbelag, na gut. Ja, ich denke mal, das war's jetzt. Wir müssen mal gucken, wie es klappt mit dem Sound. Ich habe es jetzt noch nicht groß getestet. Und ja, wie gesagt, ich spiele das jetzt auf dem Computer, wie gehabt. Mit meinem guten alten Xbox-Pad. Und dann würde ich sagen, testen wir einfach mal. Am Anfang gab es noch so ein Rennen, um mal reinzukommen. Das erste, das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen. Habe ich auch völlig gefailt. Also, ich gucke mal, was hier jetzt so geht. In jeder Saison entscheidest du dich für eine der 5 Disziplinen. Im Moment sind die Grid-Meisterschaften gesperrt. Wenn du aber in den anderen Disziplinen entsprechende Fortschritte machst, qualifizierst du dich für diese prestigeträchtigen Meisterschaften. So, triff deine erste Entscheidung. Oh, und da das ja jetzt hier ein Test ist, mache ich für euch auch nochmal das Intro-Video an. Bitteschön. Bei Tourenwagenrennen gehst du auf Tuchfühlung mit der Konkurrenz und musst mutig überholen. Da alle Autos ähnliche Leistungsdaten haben, müssen die Teamkollegen zusammenarbeiten, um sich im Laufe der Saison durchzusetzen. Rennwochenenden sind häufig in mehrere Runden unterteilt, wobei die Startaufstellung in der zweiten Runde umgekehrt wird. Ach so, das ist jetzt zu den Einzelnen. Ich dachte, das wäre das Hauptintro gewesen. Da sagen sie nur willkommen zu Grid Autosport, bla. Gucken wir mal hier rein. Nichts ist anspruchsvoller und fordernder als Langstreckenrennen. Du brauchst deine ganze Konzentration, um mit den nächtlichen Bedingungen zurechtzukommen und eine perfekte Strategie, um alles aus deinen Reifen herauszuholen. Andernfalls werden selbst grundlegende Fahrmanöver Probleme bereiten. Nach dem fliegenden Start musst du entscheiden, wie du mit deinen Reifen umgehst. Bremsmanöver, das Verlassen der Strecke und blockierende Räder nutzen deine Reifen ab. Wer seine Reifen schont, kommt schneller ins Ziel. Wann du wie viel Druck machst, liegt ganz bei dir. Ja gut, so Langstrecke ist, glaube ich, für mich nicht so unbedingt was für einen Anfang. Bei Open-Wheel-Rennen mit leichten Hochleistungsautos geht es vor allem um Grip. Verschaffe dir im Qualifying einen Vorteil, da die Qualifying-Reihenfolge bei Events mit mehreren Rennen für die gesamte Veranstaltung gilt. Vermeide bei diesen schnellen, aber disziplinierten Rennen jeden Kontakt mit anderen Fahrzeugen und nutze den Windschatten deiner Gegner, um sie unter Druck zu setzen. Na gut, das ist mehr so Formel 1, das ist jetzt für mich als Anfänger, sage ich mal, nicht sowas, da braucht man schon ein paar Skills. Vielleicht kommt man da auch noch zu, ich weiß es noch nicht, wir gucken mal an, was die Tuner denn so machen. Tuning-Wettbewerbe bieten mit klassischen Rennen, Zeitfahren und Drift-Events die größte Bandbreite an Stilen in einer Saison. In Zeitrennen geht es darum, nach einem fliegenden Start die schnellste Runde zu fahren. Entscheidend ist dabei, dass du anderen Fahrzeugen ausweichst und präzise fährst. Drift-Events werden im K.O.-Modus ausgefahren. Du musst auf der gesamten Strecke deinen Flow wahren, möglichst nah an die Kurvenmarkierungen heranfahren und deinen Drift in jeder Kurve optimieren. Also das ist hier mehr so à la Need for Speed, würde ich sagen.
Bevor es jetzt weitergeht, muss ich ehrlich sagen, in den Videos hakt es ein bisschen. Das liegt aber, glaube ich, auch an der hohen Raumtemperatur hier. Ich selber bin auch am Schwitzen wie sonst was und der Rechner quält sich gerade wie sonst was. Vielleicht hört auch ab und zu mal den Lüfter aufheulen. Da tut es mir leid. Aber ich sehe da jetzt mal einfach von ab, weil das hier ein Let's Test ist und kein Let's Play. Ich hoffe, ihr vergebt mir dafür. Da du bei Straßenrennen auf öffentlichen Straßen mit eingeschränkter Sicht, unterschiedlichen Straßenbreiten und wechselnden Fahrbahnbelägen konfrontiert wirst, solltest du dir jedes Überholmanöver vorher genau überlegen. Freu dich also auf rasante und intensive Action in getunten Serienmodellen wie Hot Hatches und Hypercars. Also man muss schon sagen, das Spiel sieht echt gut aus. Jetzt gucken wir uns mal die Grid Series an und dann suchen wir uns mal was aus. Na, die sind noch gesperrt. Okay, alles klar. Also ich favorisiere ja zum Beispiel Street oder Touring. Ich würde sagen, Touring ist jetzt auf Platz 1. Und dann starten wir das jetzt einfach mal. Das sind die verfügbaren Meisterschaften. Entscheidest du dich für die längere Saison, musst du zwar mehr Rennen absolvieren, sammelst in der gewählten Disziplin dafür aber mehr EP. Ja, wir nehmen einfach das erste, würde ich sagen, direkt. Hier sind deine ersten beiden Teamangebote. Mit dem gewählten Team bestreitest du die gesamte Saison. Das Teamziel musst du erreichen, um deinen Vertrag zu erfüllen und nach der Saison bessere Angebote zu erhalten. Holst du dir den Teambonus, bekommst du noch mehr EP und lukrativere Teamangebote. Was haben wir denn? Werde in der Meisterschaft mindestens Achter, schlage Emi Björklund im Laufe der Meisterschaft zweimal. Was wollt ihr? Mindestens Fünfter, schneide in der Teammeisterschaft besser ab als Razer Motorsports. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal das erste. Bevor du das Angebot eines Teams annimmst, solltest du einen Blick auf die Details der anstehenden Saison werfen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Saisondetails, da haben wir unseren Kurs, da haben wir den Wagen. Achso, Sponsorenziele, das hatten wir ja gerade. Erreiche in einem Rennen-Event das Ziel vor deinem Teamkollegen. Fahre im Rennen-Events insgesamt 50 Kilometer. Fahre in einem Rennen-Event die schnellste Runde. Werde in einem Rennen-Event mindestens Zehnter. Ach, wir bleiben jetzt einfach hier drauf. Teamkollege, gucken wir uns nochmal an. Diego Gomez, jung und unerfahren, fährt schnell und riskant. Ein neues Kaliber von Fahrern für Razer Motorsports. Hohe Aggressivität, die habe ich übrigens auch. Also verflucht mich da nicht. Ich hau auch ganz gerne mal in so eine Karre rein. Also ich bin jetzt wirklich nur einer, der Spaß daran hat, ein bisschen da rumzuhacken. Und ja, mir ist das egal, ob es da mal einen Schaden gibt oder sowas. Ne? Da sage ich von vornherein. Ich bin hier nicht der Pro-Fahrer. Aber ich mache es gerne. Und es ist wichtig, dass wir dabei Spaß haben. Ich habe dabei Spaß und ja, wir gucken uns das Spiel mal an. Ich hoffe, ihr habt dabei auch Spaß. Also ich schätze mal. Denn wir werden mit Sicherheit den einen oder anderen Unfall sehen. Das Gute an Grid ist ja natürlich, dass wir immer noch diesen Flashback aktivieren können, sodass wir nochmal vor den Unfall zurückspulen können. Jetzt hatten wir viel Einstellungen und viel Palaver und jetzt hoffentlich geht das jetzt mal hier richtig los hier. Fahrerlager. Gut, hier kann man eine ganze Menge machen. Ich würde sagen, eine Runde Training, einfach mal kurz die Strecke sehen. Eine effektive Möglichkeit, einen Gegner zu überholen, ist das Ansaugen in dessen Windschatten. Fahr dazu dicht an deinen Gegner ran und nutze beim Überholen den geringeren Luftwiderstand zu deinem Vorteil. Wie ihr auch seht, sind die Hilfen auf dem Boden noch an. Weil, wie gesagt, das Spiel ist neu, man muss sich ein bisschen reinfinden. Der Wagen ist ziemlich laut. Ich spreche jetzt einfach mal lauter, bevor ich jetzt schon wieder was umstelle. Ich muss dann, wie gesagt, dann mal anhören, wie ich mich so anhöre und so weiter. Die Strecke finde ich jetzt nicht so schwierig. Andererseits fahre ich auch momentan noch alleine. Da habe ich abgekürzt. Es gibt bestimmt auch Strafen. Aber ich muss ein bisschen leiser machen. Seht es mir nach, aber ich höre selber kaum was. Was auch mal das hier ist, mache ich leiser. Der Motor muss noch ein bisschen leiser, die Effekte auch. Streckenbelag. Ja, ich würde sagen, wir versuchen es jetzt mal so.
Ich habe jetzt auch natürlich super in der Pause in der Kurve pausiert. Gucken, was wir hier rumkommen. Prima. Ja, so hört sich das schon besser an, ein bisschen. Ihr seid ja auch ein bisschen was vom Spielsound haben, ne? Ja, wie ihr seht, grafisch schön. Also gefällt mir persönlich sehr gut. Und ich weiß nicht, habt ihr schon mal ein... Das Training läuft noch 9 Minuten. Habt ihr schon mal ein Grid-Teil gespielt oder eher nicht so? Und wenn ja, was haltet ihr von dem Spiel? Und dann generell die Frage, kommt denn so ein Let's Play überhaupt bei euch an oder ein Let's Test oder wie auch immer? Wollt ihr sowas sehen oder eher nicht so? Ich wollte es jetzt einfach mal raushauen, das ist ein neues Spiel. Warum eigentlich nicht? Naja, und ihr seht schon, dass ich halt jetzt nicht unbedingt der Killer hier bin. Wobei, der Kurs ist jetzt relativ einfach. Da würde ich auch mal sagen, zurück zum Fahrerlager. Jetzt mal mit ein paar Gegnern hier fahren. Und dann seht ihr, was ich meine mit der aggressiven Fahrweise. So, rennen. Da bin ich ja mal gespannt. Ernst, du hast Startplatz 16 und unser zweiter Wagen geht vom... Hannah Wolf, da fahren auch Frauen mit. Du musst deinen Event-Rivalen schlagen, aber er wird es dir nicht leicht machen. Alles klar, ich versuch's. So, die bremsen jetzt alle. Ich bremse dann immer gerne ein bisschen später. Oh, das jetzt habe ich aber hier ganz schön... Das ist am Ruckeln. Das hatte ich in der Testaufnahme, beziehungsweise als Testaufnahme. Ich habe vorher mal das Spiel ohne Fraps im Hintergrund mal gespielt, ne? Also privat praktisch. Und da muss ich ehrlich sagen, da hat das nicht so geruckelt. Ich lasse die Ruckler jetzt einfach mal drin, damit ihr seht, wie das Spiel läuft auf zu wenig Leistung, sage ich mal. Und besonders gut sind wir jetzt auch noch nicht von der Stelle gekommen. Und die Motoren sind noch etwas laut, wie ich finde. Geht nur auf 50, 50. Versuchen wir es so mal. Und, naja gut, ich mache die Einstellung jetzt live, dann seht ihr mal, wie sowas ist, das anzupassen. Für die, die sich da vielleicht nicht so auskennen, sondern mal ein bisschen gucken muss. Ich finde es immer noch ziemlich laut. Mal gucken, wie das in der Aufnahme rüberkommt. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Und ich rede ja nicht umsonst. Oh, Strafe. Kleine Zeitstrafe nehme ich an. Kenne mich hier, wie gesagt, in dem Spielprinzip noch nicht aus. Welcher Platz sind wir denn? 14 da. Oder ja, noch ein bisschen was zu tun. Mal gucken, wie es jetzt nach der nächsten Kurve aussieht. Fahren wir mal ein bisschen auf Risiko. Machen wir die Kurve mal ganz schön eng. Gehen jetzt erst in die Eisen. Und drängen uns hier einfach mal zwischen. Naja, 4 Plätze gut gemacht. Naja, und das ist halt so meine Art, so ein Spiel zu absolvieren, sage ich mal. Ich weiß nicht, der eine sagt jetzt vielleicht, der Spielspaß geht dabei flöten, weil... Ja, so fährt man nun mal keine Rennen, aber... Ich hab da jetzt nichts drum, bin ich ganz ehrlich. Hier, die Sau dränge ich ab. Ah, ich hab's auch ganz gerne... Im Hauptfeld in Runde 2. Okay. Ihr kennt das doch bestimmt auch, wenn euch dann... Irgendwann mal so ein Spiel so ein bisschen langweilt, dass er einfach mal rückwärts fahrt und voll in die ersten reinhaut oder sowas. Also man kann schon ein bisschen Spaß haben mit Rennspielen. Ich erinnere mich da auch noch damals an das gute Gran Turismo. Langstreckenrennen dann da irgendwie 5-mal hintereinander gefahren ist, um sich da dann die teuersten Karren zu holen und sowas. Und auf diesen Langstrecken war es immer so langweilig, da habe ich dann irgendwann die Pylone, die da rumstanden, immer pro Runde weiter, naja, getreten nicht unbedingt, aber immer gegengefahren, sodass sie quer des Level geflogen sind. Einfach, weil es die ganze Zeit nur ein Rundkurs war. So ein Speedway, was das da war. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier an das Feld noch aufschließen können. Oh, wieder Linie überfahren. Plus 3 Sekunden. Ah, das kann mir dann nachher natürlich nachher ein paar Plätze kosten. Mich natürlich nachher ein paar Plätze kosten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer hier mein Konkurrent ist und wer nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich fahre eigentlich meistens Vollgas, aber irgendwie komme ich da nicht so richtig ran. Ich kann hier nochmal meine Kurventaktik probieren. Ich weiß auch gar nicht, wie das Schadensmodell hier ist. Weil ich habe das Gefühl, mein Wagen schwimmt allmählich. Aber gut, ja, jetzt habe ich rechts irgendwas. Was ist das TC? Ist das der Turbo oder was? Nee. Doch, kann sein. Also Schaden ist an. Das kann ja nicht schaden, ne? So, der will hier wieder überholen. Wird nichts.
Mal nach hinten gucken. Ich halte schön das Feld auf, kann man sagen. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. Was? Meine persönliche schnellste Runde oder was? Aber doch nicht hier von den anderen, oder? Oh, da ist einer mir vorbeigekommen. Du blöder Hund. Gut, ich fahre mir aber auch einen zurecht hier. Das hatte, als ich noch nicht geredet habe, noch ein bisschen besser funktioniert. Trotz meiner nicht vorhandenen Skills, aber wie gesagt, wenn man dann noch dazu ein bisschen redet, dann ist die Konzentration gänzlich weg. Boah, naja, und im Übrigen, ich will euch einfach nur mal das Spiel zeigen, ne? Was ihr davon haltet, ob ihr das überhaupt mögt. Aber das habe ich ja nun schon zweimal erzählt. Jetzt gehen wir mal Gas hier mit. Naja, ich glaube, die anderen sind so ein bisschen schneller. Ja, ich versuche einfach, den Platz zu verteidigen. Oder ich hämmer hier einfach durch, hole mir noch eine kleine Strafe ab. Und krieg vielleicht noch einen. Naja, nee, dann nehmen wir die Strafe nur. Ich würde gerne so um den 10. gerne ins Ziel kommen. Letzte Runde. Ich bleibe mal im Windschatten. Da kommt der nächste. Okay, jetzt wird es nochmal eng. Komisch, dass die das immer nicht aus dem Gleichgewicht bringt. Ja, Strafe, Strafe. Ich werde wahrscheinlich nach dem Rennen irgendwie 16. sein, weil ich mir die ganzen Strafen einhandle. Oh, nicht vorm Ziel. Nicht vorm Ziel, habe ich doch gesagt. Cool, du bist vor deinem Event-Rivalen gelandet. Oh, 11. bin ich geworden, weil ich tippe mal auf meine Strafen. Wer ist denn mein Event-Rivale? Monster Energy? Nee, Oakley Motorsports. Ach, die sind da unten. Wo ist mein Partner? Ach, der ist auch unter mir. Okay. Dann gehen wir mal auf weiter. Ja, 11. ist erstmal so. Tippe ich mal ganz akzeptabel, wenn die Konkurrenz auch da unten rumgedümpelt ist. Und das zweite Rennen, das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Wie gesagt, erzählt mal, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns vielleicht nochmal wieder. Vielleicht aber auch nicht. Also, bis dahin, auf Wiedersehen.